Hi, ich grüße euch alle zu einem neuen Video hier bei mir zu Hause. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und wünsche euch auf diesem Wege ein gesundes neues Jahr 2024. Wir haben Anfang Januar, der Weihnachtsbaum steht noch immer im Hintergrund, aber den haue ich jetzt gleich hier vom Balkon. Der verliert jetzt langsam seine Nadeln, hat seinen Dienst erwiesen. Ja, und ich möchte jetzt angeln gehen, aber wir haben keinen normalen Winter mehr. Seht ihr ja selbst bei mir zu Hause vom Balkon. Sieht's aus, als würde der Frühling kommen. Die Temperaturen sind stark im Plusbereich. Ich bin zwar immer noch etwas erkältet, ihr hört es an meiner Nase, aber es ist richtig angenehmes Wetter. Eigentlich wollte ich ja mit euch Hechtangeln gehen jetzt, gleich im neuen Jahr, bevor die Schonzeit losgeht. Aber ich glaube, ich habe einen anderen Plan. So, und bevor wir den Weihnachtsbaum runterhauen, hier stehen noch ein paar Geschenke drunter. Die muss ich jetzt mir gleich ins Auto reinhauen. Die brauchen wir jetzt nämlich. Ich habe mir neue Rollen geschenkt. Die zeige ich euch gleich am Wasser. Ich habe ein neues Zelt. Klein, schnell, leicht für kurze Nächte. Genau das haben wir jetzt vor. Und eine Box voller Snocks. Und damit würde ich gerne jetzt mit euch ein schnelles Unboxing machen. Ja? Snocks ist ein cooles, junges Start-up, kommt bei mir aus Monnem, also Heimat. Ja? Und die haben echt coole Sachen im Portfolio. Wir packen das mal schnell zusammen aus. Braucht man, so viel kann ich schon sagen oder euch versprechen, braucht jeder von uns, egal ob Männlein oder Weiblein, täglich. Mal gucken, was da angekommen ist. Seht ihr, jetzt rieseln hier die ganzen Nadeln runter. Norweger Socken, mega cool zum Angeln. Die, glaube ich, werde ich gleich anziehen. Schöne, warme Socken für die kalten Tage und auf jeden Fall für uns Angler. Mega cool, die packen wir gleich in die Tasche. Zu den Rollen dazu. Ein Thermoset ist mit enthalten. Das können wir heute auch gleich anziehen. Zack. Und noch Unterhosen, ja. Da freut man sich ja immer meistens, wenn man Unterhosen geschenkt bekommt. Aber die Snocks-Teile sind mega stylisch. Ich hab das so aufgekriegt. Schaut mal. Das sind doch crazy Farben, ja. Für drunter. Coole Sache. Und als nachträgliches Weihnachtsgeschenk für euch haue ich euch noch einen Snocks-Rabattcode hier in die Videobeschreibung. Stefan20, 20% auf alle Bekleidungsartikel von Snocks. Da findet ihr bestimmt auch was Cooles für euch. So, ich ziehe mich jetzt an und dann geht's an See. Und spätestens dann werdet ihr auch erraten, was wir jetzt vorhaben. Schnell noch den Weihnachtsbaum abschmücken und vom Balkon schmeißen. Und dann geht's raus ans Wasser. Das Wetter passt. Abfahrt. So, die Tasche muss noch mit. Damit die Ruten rein. So, und jetzt geht's los. Was ganz Wichtiges habe ich noch vergessen. Habe ich mir extra aus dem Boot rausgeholt. Eine Wärmeflasche. Denn heute Nacht wird es definitiv wieder kalt, auch wenn es tagsüber jetzt wirklich herrlich ist. Schade. Ich hätte mal wieder echt Bock gehabt, vor allen Dingen für meinen Sohnemann auf weiße Weihnachten. Aber das ist erstmal nicht mehr der Fall. So, kurz überlegen. Schau noch mal. Ja. Sollte alles drin sein. Und es tut jetzt wirklich gut, nach der langen Zeit, die wunderschön war mit der Family, zu Hause der erholsamen, besinnlichen Zeit wieder mal frische Luft zu tanken und ans Wasser zu gehen. Drückt mir die Daumen, dass wir gleich zum Neujahrsbeginn einen schönen Fisch ans Band bekommen. Das alte Jahr hat ja fantastisch aufgehört. Schauen wir mal, ob das Glücksschwein mit uns ist und ob die neuen Snocks Glückssocks Glück bringen. Er sieht fast schon aus wie Frühling, ne? Aber ich glaube, dass im Januar noch mal irgendwann jetzt die richtige Kälte kommt. Und wenn das so weitergeht, können wir ja mittlerweile
das ganze Jahr über auf tolles Angeln hoffen, sofern nichts mehr zufriert. Fürs Hechtangeln ist es natürlich nicht optimal, das Wetter, aber für eine andere Fischart, ich glaube, ihr wisst jetzt schon, um was es sich drehen wird, die schnelle Nacht, die wir jetzt im neuen Jahr probieren. Ja, wir gehen Karpfenangeln, genau. Das hat in den vergangenen Jahren immer ganz gut geklappt, wenn es plötzlich so warm geblieben ist, ja, also die Temperaturen im Plusbereich geblieben sind. Und ich habe hier vor der Haustür ein paar tiefere Baggerseen, die brauchen natürlich wirklich lange, um abzukühlen. Und da hat man immer noch eine Chance auf den ein oder anderen Fisch. Und das ist unser Plan. Schnelles Karpfenangeln ohne Schnickschnack, jetzt im Winter, was eigentlich überhaupt kein richtiger Winter mehr ist. Aber wir werden schon eine kalte Nacht erleben und auch mit kalten Wassertemperaturen zu kämpfen haben. Ich schätze mal so 5, 6 Grad maximal. Aber ihr könnt ja mal unten reinschreiben, wie es für euch jetzt war. Der Jahreswechsel, wart ihr zwischen Weihnachten und Neujahr draußen zum Angeln? Ich war ein bisschen auf Hecht unterwegs, aber das hat nicht wirklich gut geklappt. Ich werde jetzt nach der schnellen Nacht der nächsten Woche wahrscheinlich noch mal 2-3 Tage losziehen, aber in Deutschland bleiben. Ich habe hier was Verrücktes vor. Da seid ihr natürlich auch dabei. Aber wie war es denn bei euch? Was hat der Weihnachtsmann gebracht? Hat er Angelsachen gebracht? Oder habt ihr euch was ganz anderes gewünscht? Sind eure Wünsche alle in Erfüllung gegangen? Seid ihr gut ins neue Jahr gekommen? Wart ihr vielleicht sogar über Silvester draußen beim Angeln? Würde mich interessieren, wie ihr so die Zeit verbracht habt jetzt. So, jetzt geht's hier runter den Berg und dann sehen wir uns gleich wieder am Baggersee. Bis gleich. Und dann müssen wir alles noch an Platz schleppen. Erstmal einen Platz suchen. Aber ich hab da schon eine Idee. Mein Packesel ist beladen, jetzt geht es direkt an den See. Ziemlich viele Spaziergänger unterwegs. Ich habe eigentlich gedacht, dass die meisten Leute schon wieder arbeiten. Aber nutzt natürlich jetzt alle das doch sehr warme Neujahrswetter. Schauen wir mal, ob wir ein schönes, ruhiges Plätzchen finden. So, ich grüße euch am Seeufer. Erstmal das größte Paket. Einen Schlafsack abladen, da brauchen wir ja einen dicken. Und ich sehe auch gerade meine Karre. Die hat es eben zerballert hier im unwegsamen Gelände. Ja, wir sind an einem großen See bei mir zu Hause unterwegs. Und hier werden wir es probieren. Ich kenne mich aus an diesem Gewässer. Wir haben nichts vorbereitet. Der See hat sehr, sehr tiefe Wasserverhältnisse, an manchen Bereichen 15 Meter. Das ist entstanden, wie die Autobahn hier, ihr hört sie vielleicht im Hintergrund ein bisschen rauschen, gebaut wurde. Und es gibt zwei Bereiche, wo eine flachere Landzunge, also was heißt flach, ist auch relativ. Wir haben da so Wassertiefen zwischen 12 und 9 Meter, hier sich in den See hinausziehen und da werden was mit attraktiven Ködern probieren. 24 Stunden oder nicht mal 24 Stunden haben wir jetzt Zeit. Es ist jetzt 14 Uhr. In 2,5 Stunden ist es dunkel und morgen früh gegen 10, 11, dass ich noch das Morgengrauen mitnehmen kann, werden wir wieder einpacken und abhauen. Draußen seht ihr überall so ein paar Blässhühner rumschwirren. Die sind da nicht grundlos. Denn das sind noch Bereiche am See, wo sie den Grund erreichen und wahrscheinlich irgendwelches altes, totes Kraut, Gras, irgendwelches Zeug da hochtauchen können, also irgendwas zu fressen finden. Und in diesen Bereichen werden wir auch versuchen zu angeln. Das ist ungefähr dort, wo hier der Wind
das Wasser schneidet. So, jetzt gilt es erstmal aufzubauen. Auch ein bisschen versteckt, die Bäume haben keine Blätter mehr. Hier oben ist direkt der Fußweg. Und hier ist eine kleine Lücke. Da passt vielleicht mein neues, kleines Zelt perfekt rein. Da bin ich ein bisschen geschützt. Und was ihr da hinten wieder seht, das geht halt einfach echt gar nicht. Alles voll mit Klopapier. Und ich glaube nicht, dass es in dem Fall hier Angler sind. Das sind irgendwelche Jogger oder irgendwelche Spaziergänger. Die nutzen natürlich auch solche kleine Schneisen hier ans Ufer. Und machen da ihr Geschäft hin und lassen das Papier auch noch liegen. Oben sind überall Mülleimer. Naja, ich werde es wegräumen. Und das Beste ist, guck mal hier. Alter. Ja, die Stadt hängt überall solche Kotbeutelautomaten für die Hunde auf. Und die sind natürlich nicht dafür gedacht, das Kackerle vom Hund da reinzupacken und dann hier ans Ufer zu schmeißen. Ist ja top. So, werden wir erstmal Fäkalien beseitigen. Und dann bauen wir schnell auf. Müssen ein bisschen Gas geben. Sonst wird es nämlich hier ein Video bei Nacht. So, auf geht's erstmal hoch zu meiner Kache. Die hat es hier weggebeamt. Eieiei. Ja, man schleppt halt auch immer einen Haufen Zeug mit, ne, für eine schnelle Nacht. Aber klar, Kamerazeug, eine Tasche, wo diese kleinen Teile zum Karpfenangeln drin sind, ein bisschen was zu essen, Liege, Schlafsack. Aber ich habe mich schon versucht, möglichst gut einzuschränken. Aber es kommt trotzdem immer was zusammen. Da bin ich mal gespannt. Der erste Einsatz für mein Frontier Light. Das ist ganz frisch vom Weihnachtsmann. Passt doch hier perfekt rein in die kleine Lücke. Genug Platz für eine Liege, für eine Person. Super! Ich bin jetzt fast einsatzbereit. Die letzten Sachen hier noch schnell zusammenbauen. Was heißt die letzten, die wichtigsten? Die Montage. Ich habe eine 45er Mono als Hauptschnur montiert. Werde mir aber noch ca. 10 Meter Schlagschnur montieren. Ich habe hier eine steil abfallende Kante, auch mit Muschelbesatz. Ist immer eine Nummer sicherer dann und es wird die Fische nicht stören. Im unteren Bereich mache ich mir so ein Leadcore auf meine Hauptschnur, damit ich eine kleine Schutzzone zum Haken hin habe. Die sorgt auch dafür, dass sich alles schön versteckt auf den Grund legt. Ich werde ein 113 Gramm Blei benutzen. Das reicht hier schwer für die Ruten vom Ufer und hat einen schönen Hakeffekt. Ich ziehe das Inline-Blei jetzt mit so einer Nadel auf meine Bleischnur auf. Zack.
Meine Schlagschnur verbinde ich jetzt einfach mit der Schlaufe hier am Leadcore. Könnt ihr ganz normal anknoten, das hält super. So, ich baue mir noch schnell ein ganz normales Vorfach zusammen. Ich werde einen Haken in der Größe 2 einsetzen und so ein Stiffrig-Material, was gecoated ist. Aber viel wichtiger ist jetzt, glaube ich, im Winter bei dem kalten Wasser ein sehr attraktiver Köder. Und da habe ich einen Prototyp am Start. Ich zeige euch das mal schnell. Ich habe von Marco von der Bait Lounge jetzt hier zum Testen diese Plankton-Boilies bekommen. Das ist ein neuer Boilie, der jetzt im Frühjahr auf den Markt kommt. Besteht zu hohen Anteilen aus so Plankton-Krebsmehlen in Verbindung mit Fischmehlen. Ein sehr attraktiver Köder jetzt für kaltes Wasser, vor allen Dingen, wenn man instant unterwegs ist, also vorher keine Futterkampagnen fahren konnte. Ich setze jetzt hier auf attraktive Köder, die schnell das Interesse der Fische wecken. Und werde obendrauf, Moment, wo ist es, so noch einen kleinen farblichen Akzent setzen. Ich habe hier 10 mm Pop-ups dabei in unterschiedlichen Farben. Ihr wisst ja, ich stehe auf die Farbe Gelb. Ich werde mir da so einen kleinen Schneemann zusammenbauen. 20er Bodenköder und drüber einen kleinen Poppy. Der nimmt nochmal das Gewicht von dem Plankton-Boilie. Der wird dann fast schwerelos und setzt noch einen farblichen Aspekt da unten. Das werden wir probieren. So, ich baue mir jetzt schnell das Rig zusammen, zeige es euch dann nochmal. Und dann kommen die Ruten raus. Dann müssen die Ruten raus. Wir haben jetzt schon 15 Uhr. Eine Stunde haben wir noch, dann ist das Tageslicht weg. Bin mal gespannt, ob da eine Anne geht gleich im neuen Jahr. Ich lege mir mein Haar jetzt oben an hier in diesem Bereich. Hierzu überschlage ich einfach das Vorfachmaterial und ziehe mir hier oben den Hakenbogen rein. Den optimalen Abstand habt ihr meiner Meinung nach, wenn so ein Finger noch schön Platz findet zwischen Köder und Hakenbogen. Mach noch einen Überschlag. Zieh die hier schön zusammen im oberen Bereich. Dann habt ihr ganz schnell, ohne viel Schnickschnack, euer Haar schön angelegt. So sieht es dann aus. Jetzt ziehe ich mein Vorfachende durchs Hakenöhr zur Hakenspitze hindurch, wickel 5 bis 6 Mal zurück und ziehe jetzt das Vorfachende wieder durchs Hakenöhr zur Hakenspitze hinaus. Mein Knoten, der sogenannte No-Knot, ist jetzt perfekt abgeschlossen. Den unteren Bereich des Hakens schließe ich jetzt mit so einem kleinen Flipper ab. Der wird einfach auf euer Vorfach von unten drauf geschoben. Das ist ein kleiner, gebogener Gummitube, der für perfekte Hakeigenschaften später eine schöne Drehfreudigkeit des Hakens im Karpfenmaul sorgt. Den schiebe ich hier so drüber, dass die Biegung zur Hakenspitze hin zeigt. So, und jetzt kommt noch Stück Tube ans obere Ende auf euer Vorfach drauf. Gerade hier drauf geschoben. Ans Ende eine Schlaufe gebunden. Schön kurz halten die Schlaufe. Mein Vorfach hat jetzt eine Gesamtlänge von
knapp 20 Zentimetern. So, da sind wir mit der ersten Route startklar. Unser Vorfach hängen wir jetzt einfach unten im Leadcore ein, schieben den Schlauch drüber, haben jetzt hier eine schöne Versteifung im Flug, dass ich nichts verwickeln kann. So, und jetzt werden wir die am besten gleich mal setzen. Die andere Route bereite ich gleich vor. Schneller Test nochmal hier vorne im Uferbereich, ob unser Köder auch perfekt ausbalanciert ist mit dem kleinen Poppy. Das sieht doch echt super aus. Glaubt man gar nicht, ne? Was so kleine 10 mm Pop-ups doch für einen starken Auftrieb haben und sorgen dann für das optimale, für ein ausbalanciertes Ködergewicht. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Uhr und jeden Moment ja, ist das Licht weg. Wahnsinn, das ist die Winterzeit. Aber es ist auch gemütlich. Ich werde jetzt noch vorne in meinem Front hier die Front reinbauen. Wird bestimmt frisch heute Nacht. Und dann gehen wir mal zum gemütlichen Teil über. Wahrscheinlich werden wir uns gleich in den Schlafsack reinkrachen. Bin mal gespannt, ob wir Glück haben. Da draußen, wo das Blässhuhn schwimmt, liegen die Schneemänner. Schauen wir mal, ob die Plankton-Boilies mit der gelben Lockspitze, mit dem kleinen Poppy obendrauf, uns einen schnellen Fisch jetzt im neuen Jahr bringen. So, jetzt noch schnell das ganze Chaos hier aufräumen und dann sehen wir uns wieder beim Biss. Bis zum Biss. Alter Falter, ihr glaubt nicht, was jetzt hier gerade passiert. Ich habe mir es gerade gemütlich gemacht im Zelt und plötzlich höre ich so ein Geplatsche hier am Ufer. Und da stand jetzt neben mir jemand im Wasser und hat gefragt, kann ich da vorbeischwimmen? Und ich so, was? Wir haben Januar. Ja, Wetter passt doch. Unglaublich. Hier kommt er. So ist gut. Können Sie rüber. Ist nicht zu kalt. Da? Nein, alles gut. Ich habe nur gefragt, ob es nicht zu kalt ist. Einmal Augen zu und durch. Alles gut. Eieiei. Das ist doch wirklich verrückt, oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Hätte ich das gewusst, hätte ich meine Routen auch noch rausgeschwommen. Nee, verrückt, absolut verrückt. Schätz mal, wir haben eine Wassertemperatur von vielleicht 5, maximal 6 Grad. Und mit der Dunkelheit kommen hier die Badegäste an den See. Sonst denkt man ja nur, das wäre im Sommer so der Fall. Ich muss mir jetzt gleich noch was anziehen, weil es wird jetzt wirklich frisch. Und dann gibt es hier noch Leute, die schwimmen im Januar durch den Baggersee.
verrückt, wirklich verrückt. Ich hoffe bloß nicht, dass wenn nachher hier vielleicht der Bissanzeiger losfiebt, dass mir dann hier ein Badegast in der Schnur hängt. Hauptsache kein Nacktbadegast. Also man rechnet mit vielem beim Angeln, man erlebt immer viel. Aber mit Leuten, die im Januar hier in den Baggersee reinsteigen, losschwimmen, das ist auch das erste Mal. Wahnsinn. Ja, wir haben 20 Uhr, stockdunkle Nacht draußen. Bisher ist richtiger Totentanz und es ist richtig, richtig kalt geworden. Also der Schein trügt tagsüber. Nachts zieht es jetzt doch richtig an. Und was macht man dann im Zelt, wenn einem langweilig ist als Angler? Klar, man wurstelt sich noch ein paar Vorfische zusammen. So, und jetzt werde ich mir noch eine Wärmeflasche vorbereiten. Und dann geht's ab in den Schlafsack. Bin mal gespannt, heute Nacht noch ein Winterkarpfen, ein Neujahrskarpfen sich blicken lässt. Wäre ja mega. So, Wärmeflasche unten reinschieben im Schlafsack. Das gibt richtig warme Füße. Bin mal gespannt, ob meine neuen Snocksocks auch Glückssocken werden. Ja, bisher in den Gummistiefeln absolut mega. Schöne warme Füße. So, das gute Stück packt ihr euch ganz tief unten rein in den Schlafsack. Habt ihr auf jeden Fall die ganze Nacht richtig warme Füße und die Wärme verteilt sich schön über euren ganzen Schlafsack, über den ganzen Körper. Das hält locker 7-8 Stunden an. Alles zumachen. Wichtig im Winter jetzt natürlich über dem Schlafsack noch eine zweite Haut. Ich habe hier noch so ein Cover drüber. So, und jetzt werden wir uns langsam in die Mupfel kuscheln. Bis später. Guten Morgen. Wir haben 5 Uhr. Die Nacht ist bisher sehr, sehr ruhig verlaufen, aber es war mollig warm im Schlafsack. Ich werde mich jetzt raus in die morgendliche Kälte machen. Es ist noch stockdunkel draußen und die Ruten noch mal neu werfen. Vielleicht bekommen wir noch eine Chance im Morgengrauen, wenn es in den nächsten 2-3 Stunden, schätze ich mal, langsam anfängt zu dämmern. Das war in den vergangenen Wintern immer eine gute Zeit. Auf geht's, raus aus den Federn. Der frühe Vogel fängt den Wurm. So sagt auf jeden Fall das Sprichwort. Die Ruten liegen wieder neu, das bringt auch wieder neues Vertrauen. Ich mache das gerne, vor allem beim Wurfangeln, wenn ich jetzt nicht mit dem Boot ablege, hat man immer manchmal so im Hinterkopf, liegt sie jetzt perfekt, liegt sie nicht ganz perfekt. Was ist eigentlich perfekt, ja? Haben beide nochmal neu geworfen, habe auch nochmal neue frische Köder draufgesetzt. Ich will euch mal zeigen, die Plankton-Boilies arbeiten wirklich richtig gut bei dem kalten Wasser. Schaut mal. Gestern Nachmittag bis jetzt, wie sich der ganze Boilie jetzt schon richtig aufgeweicht hat. Also ein richtig guter, attraktiver Köder. Bei 5 Grad Wassertemperatur kann man da wirklich nichts sagen. Frische Köder sind drauf, frische Lockwirkung im Wasser. Und jetzt liegt es an den Fischen. Und natürlich an Petrus und Glück. Jetzt bei der Winterfischerei.
Im Hellwerden kommt der Biss. Ich war schon langsam am Zusammenpacken. Seht ihr da draußen die Blässhühner? Heute schon im Morgengrauen kamen ein paar Piepser. Ich habe schon gedacht, jetzt geht's los. Aber da sind die gefiederten Freunde nach meinen frisch ausgeworfenen Ködern getaucht. Gut nochmal geschmissen. Und jetzt im Hellwerden. Jetzt im Hellwerden ist der erste am Band. Wahnsinn. Zieht rüber. Gehen wir mit der Hülle runter. Unglaublich. Unglaublich. Steht. Und jetzt hinter der Kante der Fisch. Wahnsinn, Wahnsinn. Deswegen ist es wichtig, immer mal wieder die Ruten neu zu werfen. Wieder hier ganz nach rechts. Eieiei, wo will der denn hin? Na, komm zurück. Jetzt haben meine Glückssocken Wasser geschöpft. Aber egal. Kauft sich gut hier vorne im Uferbereich. Zieht genau hier vorne seine Bahn. Eieiei. Da zieht dann einem die Knie. Beim ersten Fisch des neuen Jahres. Dampf haben sie, die Jungs. Ne, ein Spiegler. Ein Spiegler, Jungs. Und Mädels. Geht er wieder raus.
Hat aber auch Bums. Na komm. Er will nicht ins... will nicht näher kommen. Ich könnte mir auch ein Stück entgegenlaufen. Nasse Snocksocks habe ich jetzt. Oder ich mache es wie die Dame gestern Abend, die hier vorbeigepaddelt ist. Vorbeigeschwommen, ja. So, aber jetzt erstmal aufhören zu albern. Ui. Schöner Spiegler, schöner Spiegler. Das ist Adrenalin, da geht die Pumpe, da geht die Pumpe. Das ist Wahnsinn. Ganz vorne hängt er, ganz knapp glaube ich. Aber Daumen drücken, dass jetzt alles klappt. Ganz, ganz knapp. Eieiei, was ein Krimi, was ein Krimi. Was ein Krimi. Komm rein, der. Was ein Ding. Komm. Ganz knapp hinter vorne. Der leuchtende Schneemann. Jawohl! 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 Der erste Fisch des neuen Angeljahres 2024 ist eingetütet. Und was für einer! Oh, mir geht die Pumpe. Mein Weihnachtsgeschenk, die neuen Rollen, wurden eingeweiht. Und die Snocksocks, meine neuen Glückssocken, haben geliefert, aber sind pitsche nass. So, jetzt zeige ich euch mal den Spiegler da im Netz. Wahnsinn! Der Plankton mit dem kleinen Zehner Poppy hängt genau vorne auf der Schnauze. Wahnsinn, Wahnsinn! Mir zittern richtig die Knie. Mega. Absolut mega. Und soll ich euch mal was sagen? Alles genau richtig gemacht. Heute Nacht raus, aus dem gemütlichen Schlafsack, Ruten nochmal neu geworfen. Und jetzt im Morgengrauen, Anfang Januar, kommt für mich der erste Karpfen des neuen Jahres. Puh. Wahnsinn. So, da zeige ich euch mal meinen Winterspiegler. Ganz krasses Wiedererkennungsmerkmal am Auge. Der kann sich doch sehen lassen für den ersten Fisch des neuen Jahres. Mega. Ich bin wirklich happy. Wahnsinn. Im Hellwerden, wie ich es euch prophezeit habe. Eine richtige, schöne Spiegler-Winterkugel. Ja, jetzt sitze ich hier, das meiste ist eingepackt.
Wir haben Mittagszeit. Es geht jetzt nach Hause. Die rechte Rute liegt noch im Wasser. Die Ruten bleiben immer drin bis zum Schluss. Und bin wirklich begeistert, was wir doch für ein spannendes, nervenaufreibendes, tolles Hobby haben. Also Angeln ist ja wirklich der Wahnsinn. Heute früh um 5 aus dem warmen Schlafsack raus in die Kälte. Einfach nochmal mit der Hoffnung, wenn wir die Ruten nochmal neu setzen, dass wir vielleicht noch einen Fisch ans Band bekommen und im Hellwerden. Ich war schon langsam am Wursteln, am Zusammenpacken. Hab schon abgeschlossen eigentlich mit dieser ersten Nacht im neuen Jahr. Pfeift der Bissanzeiger los. Absolut mega. Ich bin wirklich happy, dass das so gelaufen ist. Sicherlich eine Mischung aus Glück, aus guten Ködern, die auch beim Instant-Angeln ohne Vorbereitung, ohne Vorfüttern das Interesse der Fische auf sich ziehen. Einer guten Gewässerkenntnis, das ist natürlich das A und O beim Angeln. Hier an meinem Hausbaggersee, an meinem Heimatbaggersee kenne ich mich natürlich ein bisschen aus. Durch das Angeln in den letzten Jahren. Winterangeln ist nie einfach. Man muss schon genau wissen oder vermuten, wo die Fische umherziehen, wenn sie noch ziehen. Das Wasser ist kalt, die Fische nehmen nur noch sehr wenig Nahrung zu sich. Und zuletzt natürlich meiner mittlerweile nassen Snocks Glückssocks, ja. Die haben, denke ich, auch ihren Teil dazu beigetragen. Da muss ich mir gleich ein paar neue anziehen. Wahnsinn. So kann doch ein Jahr starten. Und genau das wünsche ich euch auch. Ich wünsche euch ein erfolgreiches, abenteuerliches, nervenaufreibendes und zuletzt natürlich auch sehr, sehr schönes Angeljahr 2024. Vielleicht seid ihr auch schon ins neue Jahr gestartet, wart schon draußen. Ich freue mich jetzt mega, was dieses Jahr für mich bereithält. Nach so einer Nacht, nach gleich dem ersten Fang, kann es ja nur gut werden. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin jetzt noch am Überlegen, was ich mache, ob ich nochmal hier zurückkehre. Die Fische sind ja noch fangbar, sind ja noch aktiv. Oder ob wir Hechtangeln gehen. Aber ich glaube, das werden wir den Wettergott da oben entscheiden lassen. Wenn es kälter wird, geht es auf Raubfisch. Und wenn der Winter, der Januar jetzt so mild bleibt, der Jahresanfang, dann kommen wir sicherlich nochmal zurück an den Baggersee. Wer weiß, was da noch passiert. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute, euer Stefan. Ciao, ciao.